What the Schnitzel fragt Pete Smeet. Wurdet ihr schon mal bei einem Film gespoilert, auf den ihr euch sehr gefreut habt? Tatsächlich noch nicht. Zumindest fällt mir gerade keiner ein, weil wenn ich mich wirklich auf einen Film freue, so beispielsweise bei Star Wars bei den letzten Episoden, die rauskamen, habe ich versucht, Twitter, Instagram komplett zu meiden, um, naja, keinen Spoiler zu sehen. Und ja, also wenn ich da wirklich Bock auf den Film habe, dann schaffe ich das eigentlich auch, die sozialen Medien derzeit zu meiden oder dann zu meiden. Also, ich muss sagen, ich wurde leider bei Harry Potter sehr hart gespoilert, weil ich wirklich die Bücher nicht alle gelesen habe, bevor ich die Filme geguckt habe. Und dann halt einer meinte so, Dumbledore stirbt ja. Tja. Außerhalb des Films kann ich mich ja gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Und auch an den Namen des Films kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich war mal im Kino und in der Reihe hinter uns hat wohl einer von den Leuten, die hinter uns saßen, den Film schon mal gesehen. Und dann fing der mal an mit, das passiert gleich. Und dann kommt ja noch das. Und irgendwann, also ne, da hat er quasi einen halben Film gespoilert. Das war ziemlich behindert. Aber ansonsten irgendwie, dass ich ins Kino gegangen bin und schon wusste, obwohl ich nicht wissen wollte, was passiert. Ne. Bestimmt, aber ich kann mich nicht an irgendwas dergleichen erinnern. Also bestimmt in irgendeiner Weise, also ich wusste witzigerweise bei Avengers Infinity so halb was passiert, aber auf den habe ich mich auch gar nicht so sehr gefreut. Der hat mich dann allerdings voll überrascht, wie geil er ist. Das ist halt immer so, je nachdem, was man von einem Film erwartet. Bei Avengers hat halt jeder, boah, so mega geil. Und ich dachte so, ja, der zweite Avengers war mega scheiße, ist mir egal. Und dann habe ich mir den reingezogen und dann war er wirklich mega geil. Dann habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber ich glaube, ich wurde fake gespoilert. Ich dachte, irgendwas würde passieren, aber das ist gar nicht passiert. Das war ganz interessant.